damit willkommen zurück zu Co-op Conan. Mit dabei wieder der Jannis und nach wie vor unsere Aufgabe, das gegnerische Lager zu zerstören. Hallo Jannis. Hi. Ja, wir haben versucht, zwischen den Folgen jetzt noch ein bisschen Material zu finden, um uns Rüstung zu bauen. Das war jetzt aber nicht so sehr von Erfolg gekrönt, weil wir einfach unendlich viel Mats brauchen dafür und ja. Deswegen sind wir noch unsere beiden, also haben wir hier noch unsere Stoffklamotten an. Und versuchen es jetzt einfach trotzdem nochmal. Mehr als schief gehen kannst nicht, ne? Jo. Deswegen, ja, haben wir eigentlich noch, genau, stimmt, wir haben noch was Neues, und zwar hier ein Mahlwerk. Beziehungsweise ein Mahlstein, um Knochenmehl herzustellen. Um Kompost zu machen. Aus Pflanzenfasern, verfaultem Fleisch und eben Knochenmehl. Und mit dem tollen Kompost können wir dann Pflanzen anbauen, damit nicht die ganzen Gazellen hier sterben müssen. Dann wären wir nämlich auch Vegetarier. Nicht. Ich hab leider nichts mehr zum Anbauen dabei. Ja, okay, dann mache ich das. Kannst ja eh roh essen. Und es gab auch genau vor der Folge noch ein Update, was die ganzen Skillpunkte zurückgesetzt hat. Die haben wir jetzt halt nochmal aktualisiert. Und soweit nochmal die Skills wiederhergestellt, wie wir sie vorher schon hatten. Was mich interessieren würde, ob jetzt hier auch unsere Fischdinge. Ach nee, guck hier, das sind sie noch. Fischreuse, sind zwei Fische drin und hier ist, die Krebs. Schalentierfalle, aber die ist leer. Also wenn du Fisch, aber kannst du auch nicht essen, ne? Roh. Nee, ich muss alles kochen. Ja, das ist ja blöd. Ich hätte noch 6 Insekten dabei. Wenn dir das was hilft. Nö, ich hab 11 getrocknetes Fleisch dabei. Oh, getrocknetes Fleisch. Da gönnt er sich. Beute ist hier nicht zulässig. Warum ist es hier nicht zulässig? Muss so eine Bettstation auf so ein Fundament? Kann das sein? Weiß ich nicht. Scheint so. Ich hab aber auch nichts mehr dabei, um ein Fundament zu bauen. Ja, dann darf ich nicht sterben. Ich glaube, die sind respawned, ne? Ja, da ist auch schon eine Aggro auf uns gewesen. Ich weiß nicht, ob die Aggro auf uns war. Oh, das ist wieder der mit dem Speer. Den mit dem Speer, den mag ich nicht. Aber du machst es hervorragend. Achtung. Au. Bin verkrüppelt und hab eine Blutung und bin tot. Warte, ungefähr jetzt. So funktioniert das. Respawn in 5. Ja. So passiert es dann, wenn man halt mit schon sehr geringem Leben ins Spiel einsteigt und der Bug nach dem Respawn gestuckt zu sein, den gibt's immer noch. Ja, nice. Ja, geil, ne? So, weiter geht's. Mein Zeug habe ich wieder. Ein bisschen was habe ich auch gegessen und ich esse aber sogar noch ein bisschen was. Von diesem tollen Fleisch, das uns ein Krokodil, was uns verfolgt hat, gerade noch geliefert hat. Ich kann dir auch sogar noch einen Arm und ein bisschen zurückgeben. Ja, 42 Arme habe ich noch. Zum Glück bin ich ein Kannibale, der roh essen kann. Das heißt, ich kann mich jetzt hier wenigstens stetig hochheilen. Das wäre auch so eine Idee, Janis, wenn das bei dir mit dem getrockneten Fleisch eng wird, sagst du Bescheid. Und dann gebe ich dir was. So, wo gehen wir, wo machen wir jetzt weiter? Wo bist du denn? Ich bin an der Treppe oben. Ah, komm runter mit einer. Genuschelt ein bisschen. Ah, ich bin vorbeigejumpt. Warte, spring weg, spring weg. Ich hol sie. Okay. Janis heilt sich erstmal. Genau, töte sie nochmal. mach sie tot, er als tot. Das Werkzeug ist gut. Steinpicke und Eisen. Eisen ist wichtig für die Rüstung, die wir haben wollen. Ich würde mal versuchen, mich hier oben dann so rechts hinzuschleichen. Das sind nochmal zwei Leute. Ich bin fast tot, ne? Ja, ich weiß.
Aber du kannst dich jetzt ja die ganze Zeit regenerieren, oder? Oder Ja, ich muss willst du dann noch kurz, oder willst du mal. kurz warten? Aufgrund dessen, dass da drei Leute stehen, die Oder es sind alle drei drei Leute? Aggro werden würden, würde ich vielleicht erstmal noch einen Moment Dann heil regenerieren erstmal noch wollen. kurz. Ich habe auch das mit dem Sandsteinfundament ausprobiert, um eine Bettrolle draufzulegen. Geht natürlich auch nicht. Wäre ja auch zu einfach, wenn es funktionieren würde. Der nächste ist Aggro. Geh wieder runter an den Strand. Solange du so Einzel-Aggro wärst, ist das okay. Ich guck, dass ich den machen kann. Du kannst du dich heilen. Bleib du mal ein bisschen weg. Na, da ist gerade zu Ende verblutet. Dann essen wir mal wieder ein bisschen Fleischfetzen. Hatte der irgendwas dabei? Oh, der hatte so eine Gasbombe. Warte mal, die hole ich mir gerade mal. Und jetzt? Hast du alles schon? Nee. Nee. Jetzt hat endlich mal das F wieder funktioniert. Weil ich glaube, wenn wir die mit Gas eindecken, könnte es sein, wenn wir Glück haben, dass die schon ein bisschen Schaden so bekommen. Natürlich nur eine Theorie. Links ist noch der Große mit dem Speer, der uns das letzte Mal so böse aus dem Leben geklatscht hat, aber da hinten dran sind nochmal drei. Ist die Frage, ob wir vielleicht Einzel-Aggro von dem ziehen? Ich könnte probieren, wie viel Leben hast denn du? Jetzt sehe ich es gerade nicht. Circa halb. Ich würde mit dem Bogen mal anschießen und gucken, dass der zu uns kommt. Jo. Ja, der kommt und die anderen sind nicht aggro. Dann mach du erstmal deine Blutung auf den drauf. So, Achtung, ich komme. Okay. Also ich glaube, Ich bin meinen tot. kompletten Angriff kann ich nicht durchtriggern bei dem. Ich flüchte auch jetzt erstmal. Du spawnst ja gleich wieder, ne? Ja, der Jo. blutet aber, genau. Der blutet zu Ende. Das ist, glaube ich, eine sehr unprofessionelle Art, hier dran zu gehen. Aber es funktioniert. So, ich kann wieder nicht alles mit F plündern, warum auch immer. Aber ich habe auf jeden Fall mehr als genug Menschenfleisch, um mich jetzt wieder zu regenerieren. Wie sieht's denn bei dir mit Essen aus? Ist leer. Ich würde auf jeden Fall erstmal kurz rübergehen. Nö, hier, warte mal. 34 Nee, habe lass ich uns noch. doch einfach. Ich gehe kurz rüber, dann kann ich unseren Kram schon mal in Sicherheit bringen, Gut, behalte ich's. was wir jetzt gelootet haben. Dann kriegst du von mir hier aber noch 8 Eisenbarren. Die Holzschale, die ist extrem gut für Inneneinrichtung, auf jeden Fall. Moment, Wildfleisch noch. Willst du noch irgendwas mitnehmen? Ja, aber War ich sonst, nicht. ich hab nichts Gescheites mehr sonst dabei. Kannst ja, wenn du magst, schon mal wieder anfangen, aber Ich mach dich erstmal kurz klein und hol mir dein Fleisch. okay. Ich heile mich mal ein bisschen und guck, wo man dann. Ich weiß halt nicht, wo man jetzt noch einzelne Okay, ich Leute kann rausziehen können. nicht nach Hause. Warum? Weil ich so weit weg bin. Ja. Dann gehe ich halt mal ein kurzes Stückchen mit. Soweit, dass du ablegen kannst. Also entweder müssen wir besser im Kämpfen werden oder unsere Rüstung muss besser werden. Oder unsere Waffen müssen besser werden. Vielleicht, wenn wir Eisen Waffen hätten. Ich kann aber nur Eisen Werkzeug Also, herstellen. Eisensachen kann ich herstellen, sobald wir eine Schmiedestation haben. Eine Schmiedestation kostet allerdings irgendwie erstmal 80 Eisen. Oh Gott. Ja, richtig. Und das zu finden. Oh. Dafür sind wir eindeutig am falschen Ende von der Karte. Aber im anderen Teil, wo wir versucht haben, Eisen zu farmen, da sind die ganzen Gegner schon wieder so stark, dass wir eigentlich auch keine Chance haben. Also, es ist paradox.
So, ich bin jetzt fast wieder voll geheilt. Wenn du dann soweit bist, können wir weitermachen. Ja, ich hole mir jetzt gerade noch Fleisch. Dann. Ich würde sagen, bei dieser Dreiergruppe rechts, die sehen nicht so super bewaffnet aus. Der eine hat einen Bogen. Die anderen weiß ich nicht, ob die Waffen haben. Auf jeden Fall würde ich da mal versuchen, die Gasflasche reinzuschmeißen. Und darüber schon mal Schaden zu machen dann. Also hier ein Kannibale zu sein mit rohem Fleisch, das ist echt Luxus, ne? Weil ich überhaupt nicht irgendwie so auf Nahrung achten muss. Ich snack mich einfach so gemütlich vor mich hin. Ich könnte Und ja ganz genauso auch Menschenfleisch essen. ja, aber du kriegst Ja? eine Vergiftung dann. Nee. Nicht? Nicht, wenn ich, wenn es nicht roh ist. Ach so. Jetzt ist die Frage, wie kann ich diese Gasflasche, wie habe ich die das letzte Mal geschmissen? Als mich Zeug. Ach, einfach Zutat, okay. Das ist, die ist einfach leer. Vergiss es. Okay. Klappt nicht. Ich würde jetzt einfach mal einen anschießen und gucken, ob alle Aggro kriegen. Warte mal. Ah, der hat er automatisch getriggert. Also, Dann oh, wir für das sind mehr. Neues. Das sind mehr, dann gehen wir wieder. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Wir sind doch nur zu zweit. Oh, Janis, lass rüberschwimmen. Die werden uns wahrscheinlich hinterher schwimmen, aber. Sollen sie das machen? Können nicht schwimmen, das sind nicht Schwimmer. Oh doch, die können schwimmen. Da ist ein Geist. Was machst du denn? Blutung verteilen. Ah, das warst du, oder? Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich dachte eigentlich, ich könnte so ein bisschen was Verkrüppelndes machen. Soll ich mal auch mal mit reinschlagen? Nee, nee, lass gut sein. Ich lauf den jetzt einfach Oh, weg. irgendwas ist abgetrennt. Brauch mal deine Hilfe. Zusammen hätten wir es nämlich auf jeden Fall geschafft. Der hinterherläuft, der ist gleich tot. Ich auch. Oh, die sind alle tot. Das hast du gut gemacht, Janis. ich mach sie klein. Alles klar. Aber mich noch nicht klein machen, bitte, weil da ist noch mein Blut. Ja, nee, nee. Ja, ich krieg Tierhaut aus dem einen raus. Unten, ich hab einen abge. Wieso kriege ich einen abgetrennten Arm? Ich glaube, der Geist, der kommt aus dem Buch, was hier im Sand liegt. Wo bist du? Du warst doch hier gestorben, oder? Ja, ich lieg hier rum. Bei mir ist hier nichts. Aber wenn es bei dir noch da ist, dann alles gut. Leer gelootet. Gut. Sexy. Da war da wieder der Geist. Ja, ich glaube, der gehört zu dem Buch. Während ich mich regeneriere, was kann denn das Buch? Oh, ein Dirnentagebuch. Hätte ich von den Krokodilen gewusst, hätte ich es durch die Wüste versucht. Die schuppigen Ungetüme folgten mir in einiger Entfernung und ich dachte, ich hätte sie abgeschüttelt. Von wegen. So viel Glück hatte ich nicht. Eines der größeren Exemplare schoss aus dem Wasser und zerriss meine seidenen Tanzgewänder, sodass ich mit gewöhnlicherer Kleidung Vorlieb nehmen musste. Zum Glück schien das Krokodil mehr am Spiel mit meinen Tüchern als an mir interessiert zu sein, wodurch ich entkommen konnte. Ich bin erschöpft und werde hier lagern, bevor ich weiter nach Norden ziehe. Ich habe einen Turm gesehen, der sich gen Himmel reckt. Es soll mein Ziel sein. Ich glaube, das ist der Turm da hinten, der auch mal unser Ziel sein wird, ne? Das kann gut sein, ja. Also ich muss sagen, dein Blutungsskill, der ist halt mal überragend. Und ich weiß nicht, ich bin halt irgendwie so ein bisschen nutzlos. Kann Aggro ziehen. Ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Der Bogen, der zieht so viel Ausdauer. Ist unglaublich.
Lass mich einfach machen und heil dich. Oh, da ist sein Arm abgefallen vor lauter Überraschung. Ey, ich habe auch eine Eisenpicke. Cool. Du hast auch schon eine bekommen vorhin. Ja. Vielleicht kriegen wir dann mehr raus mit einem Eisenpick oder hält der einfach länger? Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Könnte mir beides vorstellen, könnte mir aber auch vorstellen, dass es zum Reparieren dann teurer wird. Das mit Sicherheit, ja. So, wir haben jetzt vier... Ich glaube, wir haben Respawn. Nee. Wir haben vier Stück getötet. Das sind jetzt noch zwei. Ich würde nochmal Aggro ziehen. Der eine, der bleibt stehen, der andere kommt. Der eine ist ein Bogenschütze. Ja, oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Kannst du mal kurz übernehmen? Und ich bin verkrüppelt. Kommt noch dazu. So, Moment. Hä? Oh, er hat meine Waffe weggepackt. Ja, ich auch nicht. Aber gleich wieder. Oh, hab ich dich schon wieder weggeklatscht. Und ich bin gleich tot. Ich bin gestuckt. Ah, ihr habt mich beide da reingestuckt. Du hast den in mich gepusht und der hat mich in die Wand gepusht und deswegen konnte ich nicht mehr weggehen. Also ich konnte auch nicht mal mehr rausrollen. Und wir haben wieder eine kurze Pause wegen Bug im Spiel. Geil. Back in Business, Zeug ist wieder da und der Respawn ist auch wieder da. Und jetzt juckt mein Auge auch noch. Ich hasse sowas. Achso, ich dachte, du kämpfst schon mit einem. Ich ziehe uns jetzt mal hier wieder einen Solo raus. Oh, okay. Der war nicht Solo. Da ist wieder einer hinten dran versteckt. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Jetzt kommen sie wieder alle. Da kommt auch noch ein Bogenschützen hinterher. Lass uns mal rüber auf die andere Seite vom Fluss gehen. Weil der mit dem Speer, der macht uns echt kaputt. Vor dem hau ich jetzt auch ab. Da haben wir keine Chance gegen den. Boah, dieser Bogen, ne? Der kostet Ausdauer, hey. Ich glaube, den benutze ich nicht mehr. Zumindest nicht, solange der so schlecht ist. So, pass auf, du hast Akku. Ich glaube, die Kombination von uns ist eigentlich ganz geil. Wenn ich die wegziehe, du den von hinten Schaden machst. Ich muss aber halt, wenn du die wegziehst, erstmal Schaden machen können. Oh lol. Was ist da passiert? Lag und dann war ich tot. Oh, Lag ist schlecht. Also ich meine, das mit diesem Umschmeißen ist schon geil, ne? Von dem Schwert. Auf der anderen Seite ist es eine gute Möglichkeit, Eisen zu farmen, weil jedes Mal da wieder Eisen zurückzubekommen, ist schon nicht schlecht. Oh, und ach nee, pinkes Färbemittel. Ich dachte schon, wir hätten vielleicht jetzt mal wieder Ding bekommen. Deine Leiche ist da hinten. Ich habe jetzt 9 Eisenpfeile. Vielleicht. Ah ne, warte mal, ich muss die glaube ich draufziehen, oder? Zum Nachladen. Vielleicht machen die Eisenpfeile mehr Schaden anstatt dieser Knochenpfeile. Weiß ich nicht, was ich dir anbieten könnte, wäre ein Zweihandhammer. Das könnte ich dir noch geben. Hat mir da einer fallen lassen. Ich kann es probieren. Ich würde halt echt lieber irgendwie auf den Bogen gehen, ne? Das, weil eigentlich sollte der auch irgendwo da mal es schaffen zu verkrüppeln, der Bogen. Ich bin jetzt schon wieder oben im Lager. Bist du noch drüben? Nee, ich bin hier. Seh dich nicht, wo ist hier? Ach so, hier ist sie drüben. Ich dachte Lager bei uns. Nee, ich bin auf dem Weg. Aber wir haben es tatsächlich geklärt.
Wo diese ganzen Typen hier rechts waren, hier ist nichts mehr. Schauen wir uns gerade schon mal um. Hier sind nur ein paar Käfige. Bisschen Stuff und eine Truhe. Ja, da ist auch nochmal drei Eisen drin. Ich lasse dir das Zeug mal liegen. Oder dann kannst du es mitnehmen vielleicht. Ich bin nämlich schon relativ voll. Dafür, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Stein jetzt raus. Ah, das hat aber nicht sehr viel gebracht. So, dann gönne ich mir jetzt ein gegrilltes Steak. Und dann würde ich hier nochmal... Ah, da am Lagerfeuer hockt einer, ne? Den würde ich mal... Okay. Hat sich erledigt, kommt von alleine. Oh. Sprungangriff. Die macht das, was ich mit ihr machen wollte. Und... Boah. So, jetzt wird es auch noch dunkel. So, die ist tot. Hast du noch eine Fackel dabei? Ich habe noch eine Fackel dabei. Nein, ich habe auch noch eine Fackel dabei. So, du hast die gelootet. Ne, da ist noch... Was haben wir da drin? Gesalzene Beeren. Steinschwert. Ich nehme mal nur die gesalzenen Beeren mit. Und oder wobei, wie sieht es bei dir aus mit Essen? Brauchst du? Ich habe noch ein paar... Ich will mal gucken, wie viel ich mich damit heilen kann. Ja, ist auch nicht. Ja, wahrscheinlich, man hätte es vermuten können, dass gesalzene Beeren ein bisschen den Durst erhöhen. So, ich versuche jetzt nochmal hier diesen Speerträger einzeln rauszupullen. Und ohne Ausdauer. Zumindest trifft er mich gerade nicht. Jetzt habe ich wieder Ausdauer. Pass auf. Das ist echt... Der ist tricky, der Typ. Oh, ich bin runtergefallen. Ah, ich komme auch. Der Typ ist oben, der hat aber fast kein Leben mehr. Also entweder ist der tot, bis er bei uns ist. Nein, nicht ganz. Ich spare gerade noch meine Fackel. Was hat er gehabt? Ein Haufen Zeug. Ein Haufen Zeug, gut, ein Haufen Zeug hat er gehabt. So, vorsichtige Regeneration. Also ich bin gleich tot, ich würde glaube ich gerne nochmal ablegen gehen, nochmal nachholen, Fleisch nachholen. Das Problem ist nur, pass auf, ich droppe dir lieber Fleisch. Ich habe hier noch 34 getrocknetes, liegt vor dir. Weil ich befürchte, wenn wir weggehen, dass der Respawn wiederkommt, das will ich vermeiden. Das Lager ist aber halt auch verdammt groß, ey. Zeug im Inventar. Ja, zur Not hältst du dich ein bisschen zurück und hielt sich mal ein bisschen hoch. Wie sieht's denn insgesamt? Ich sehe dein scheiß Leben leider nicht. Wie viel hast denn du jetzt aktuell? Ja, fast die Hälfte wieder. Okay. Ich würde mal versuchen, weil da hinten definitiv mehr stehen. Hier oben rechts steht noch eine einzelne, das ist eine Bogenschützin. Die würde ich nochmal rausziehen. Wenn du soweit bist, so. Jo, mach. Jo, okay. Vielleicht ist das wieder so eine Händlerfrau. Glaub's nicht. Nö. So, und drauf. Tot, ja. Sehr schön. So, dann haben wir das hier geklärt. Jetzt ist die Frage, wir haben hier rechts unten noch Leute stehen. Oder einen zumindest. Habe ich eben hier irgendwo gesehen. Ja, da unten ist er. Ja, das ist ein Bogenschütze. Er kommt. Und er sieht von hinten die wirbelnden Dolche nicht kommen. Ich komme aber auch gerade nicht außen rum, warte mal. So,
So, nächster erledigt. Ich finde, die Taktik ist ganz gut. Bisschen Blutung draufbringen und dann töten. Klappt nur wahrscheinlich nicht bei der großen Dreiergruppe dahin. Ja, das ist das, was ich mir auch denke, aber irgendwie müssen wir sie wegbringen halt, ne? Hier links ist nochmal eine Kiste. Ich würde sagen, da gucken wir mal eben noch schnell rein. Da ist auch nochmal 5 Eisen, eine Holzschale und Pflanzenfasern drin. Ich nehme es mal mit. Ich habe jetzt aktuell, wie viel habe ich dabei? 21 Eisenbarren. Also das ist schon für unsere Ich habe auch Rüstungsplanung 9 noch dabei, also. sehr geil. Ich würde sie nochmal anziehen. Und dann machen wir das wieder mit dem. Oder willst du, oder. Puh, wir wollen was machen. Dass ich mich zurückhalte ein bisschen, bis deine Blutung durchgetickt ist, oder. Na jo. Krieg man schon irgendwie hin. Oh nein. Was ist denn das eigentlich? Was hat der für einen komischen fetten Rucksack auf? So, jetzt pass auf. Ich bin gleich down. Da hinten ist schon wieder ein Respawn. Ich bin tot. Okay. Ich habe keine Ausdauer mehr. Hä? Oh nein! Oh, dieses scheiß Bugspiel. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir versuchen das hier mal noch zu überleben, aber. Zumindest hat sich der Stuck jetzt wieder aufgelöst. Das ist, ja, schon mal positiv. Ansonsten werde ich gerade massivst verfolgt. Janis, du wirst wahrscheinlich gleich geportet, ne? Weiß ich nicht, noch nicht. Ich laufe mal wieder zurück. Ich will jetzt auch nicht so spontan die Folge beenden. Ich war mir nur ziemlich sicher, dass ich jetzt gerade sterbe. Nur was ich jetzt gerade nicht check, warum hier unten ein Respawn war. Bist du das? Nee. Das ist irgend so ein scheiß Bogenschütze. Also ich Und bin den. gerade rüber übers Wasser, weil Ach ich so. erstmal Hast du mein dein Zeug Zeug in mitgenommen? Sicherheit haben wollte. Ja. Okay, dann komme ich mal hinterher. Dann ist das vielleicht einfach ein Zeitproblem mit dem Respawn. Gut, mit den Materialien, die wir jetzt haben, schaffen wir es vielleicht einfach bessere Rüstung dann zu bauen. Und bessere Waffen. Dass wir mehr Schaden machen können und mehr aushalten. Weil aktuell Und da laufen bin ich wir ja schon wieder tot. quasi ohne Rüstung rum. Ich nehme die mit bis zu unserem Haus. So ein bisschen. Ja, richtig. Das ging mir gerade ganz genauso. Wir wollen aber auch nicht aufhören. Ich würde sagen, sobald du wieder lebst, musst du mit draufhauen, weil ich habe alleine keine Chance gegen die. Ja, ich muss vor allem erstmal mein Zeug holen wieder und Ich bereite uns hier oben mal die Arena vor. meine Waffen ausrüsten. Kommt mir fast vor wie so ein Fluchtsimulator. Ich renne die ganze Zeit nur im Kreis vor denen weg. So, ich hole jetzt mir kurz erstmal wieder ein bisschen Ausdauer wieder. Ja, meine Ausdauer ist gerade leer. Ja, ich habe jetzt 4 Leute am Arsch und ich kann nicht angreifen, weil ich sonst sofort umgeklatscht werde, sobald ich einen Ja, Schlag setze. ist mir schon klar. Bin ja da. Ich flüchte jetzt mal nach oben. Warte kurz, ich habe keine Pfeile. Ich muss erst wieder meine Knochenpfeile oder ich weiß gar nicht, was das für Pfeile sind. Wo sind sie denn jetzt hin? Laufen wir hinterher. Weil die bluten ja auch beide. Also der eine ist gleich eh tot. Wer bist denn du überhaupt? Ach so. Der Warte Nackige mal. vorne dran. So, und jetzt können wir den eigentlich verbluten lassen. Ja, okay. Oh. Naja, auf jeden Fall jetzt aber. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Wir haben ja schon ein bisschen was erreicht. Vielleicht schaffen wir das Lager dann das nächste Mal voll zu klären. Jetzt müssen wir ja wirklich erstmal Waffen und Rüstung bauen. Bis dann, ciao. Und tschüss.